Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Pokémon Platin Randomizer Nuzlocke Challenge Part. Das ist schon eine. Ich musste gerade wirklich überlegen, ob wir hier eine Randomizer Nuzlocke spielen. Aber naja, wir haben auf jeden Fall unser Shiggy entwickelt in Shiloh, welches jetzt Aquawelle nach dem Whirlpool und Wasserring beherrscht. Dann hat unser schönes Starre, wie er jetzt Schnabelzerschneider, Bitterkuss und Steinwurf. Okay. Ich habe keine Ahnung, wann ich dir Zerschneider beigebracht habe. Der Rest ist, glaube ich, soweit gleich geblieben. Ja. Was machen wir im heutigen Part? Wir werden hier ein paar Sachen erledigen müssen, denn wir müssen hier ein bisschen viele Trainer klatschen und nach Möglichkeit würde ich auch den Orden schon machen, denn ja, warum denn eigentlich nicht, ne? Ach, natürlich. Natürlich! Schaufler, wie soll es denn noch anders sein? Weil es halt dann doch, es wird einfach Zeit, es wird einfach Zeit. Hat er gerade Regengenuss? Hatten wir. Das Nidoking hat unironisch Regengenuss. Ich glaub's aber. Wow. Weil es dann doch langsam dazu Zeit wird. Ja, Sheila hat noch den EP-Teller, wie ich gerade merke. Übertreiben kann man es aber auch ein bisschen spielen, ne? So ein Nidoking mit Regengenuss und dann das auch noch. Also, ne? Kyogre. Hi, wie geht's dir? Oh. Ja, gut. Gut, dass unser Dialga im Fick gibt. Also ich werde auf jeden Fall erstmal den P-Teiler auf unserem Staravier drauflassen, dass es möglichst schnell zu Staraptor wird. Ich hoffe auch, dass das mal was Nützliches lernt und nicht nur diesen Rotz beibehält. Das ist, die Coverage ist jetzt... Also Schnabel, Steinwurf, Zerschneider und Bitterkuss. In dem Stadium, in dem Spiel hätte das Ding wenigstens sowas wie Aeroas gehabt. Würde jetzt auch noch Nahkampf lernen, was es jetzt nicht tun wird. Und ich könnte ihm wenigstens Rückkehr beibringen. Wisst ihr, was ich ihm nicht beibringen kann und was es nicht lernen wird? Die Moves, die ich gerade aufgezählt habe. Richtig, sehr gut aufgepasst. Sehr, sehr gut. Bin stolz auf dich. Das Item haben wir schon geholt. Okay. In jedem Fall. War ich übrigens am Balaton, also in Ungarn am Plattensee, im Urlaub. War ganz schön. War angenehm. Angenehm warm kann man nicht. Angenehm warm, habe ich das gerade gesagt. Das ist ein Fehler. Es war... Also es gab Tage, wo es überhaupt nicht heiß war und dann gab es Tage, wo der Arsch auf Grundeis abgefackelt ist. Und das Grundeis gleich mit weggebrunzelt. Weggebrunzelt? Wie sagt man das? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es... Es war sehr heiß, sagen wir so. Und auch auf eine Art, wo es irgendwann auch nicht mehr angenehm war, aber naja... Damit muss man halt leben, ne? Damit muss man halt leben. Haben wir einen... Ach komm, das ist nur ein Shinox, das sollten wir über X-Angriff, okay. Also ja. Was mir aber aufgefallen ist... Also zum Urlaub werde ich jetzt nicht unbedingt... Was habt ihr denn jetzt alle mit euren Legis? Was mir aber aufgefallen ist, ist tatsächlich... Dass ich richtig Panik hätte, wenn ich so auf einem offenen Meer gehen würde, dass da irgendwie so ein Hai oder so kommen würde. Das ist mir auch aufgefallen. Stell dir mal vor, da wäre jetzt so ein Hai im Plattensee drin, ne? Und der könnte dich so aufhalten. Ich stell mir das richtig krass vor. Stellt euch mal vor, ihr sterbt durch einen Hai. Weil der Hai, der verschlingt euch ja nicht ganz, ne? Der verschlingt erst eure Beine und da lebt ihr noch. Da lebt ihr sogar ziemlich sicher noch. Und dann... ist er erst eure anderen Körperteile und ihr werdet gegessen und lebt dabei noch. Außer ihr habt Glück und kommt wahrscheinlich in einen Schock, hoffentlich in einen Schockzustand, wo ihr dann wenigstens nichts mehr mitbekommt. Das wäre natürlich, ne? Das wäre natürlich Best-Case-Szenario. So, Schnabel, wie viel macht das? Okay, das geht sogar. Aber wenn nicht, dann könntet ihr... Boah, das habe ich mir auch da gedacht. Alter, wäre das scheiße. Gott sei Dank gibt es dort keine. Da gibt es maximal Wasserschlangen, aber die haben um einiges mehr Panik vor dir als vor ihm. Man kann jetzt natürlich auch sagen, Haie haben auch mehr Angst vor dir als du vor ihnen, aber man hat oft genug gesehen, dass das nicht immer... Überreste. Nice. Dass das nicht immer der Fall ist. Wisst ihr was, wir geben jetzt mal Shiloh die Überreste. Ich denke, auf dem sind die sehr, sehr gut aufgehoben. Überreste. So. Ja, deshalb, ja. Und, es ist halt dann immer so eine Sache, also, ich weiß nicht mal, ob ich wirklich ans Meer wollen gehen würde. Ich setz mal Whirlpool ein. Okay, das Ding hat anscheinend nur Pfund. Dann geht's ja. Wir gehen jetzt voll in die Recovery-Runde. Gut, vielleicht doch nicht so ganz. Aber naja,
Auf jeden Fall, wie war es denn am Plattensee, Downey? Also, ich wollte gerade wirklich Dragoon sagen. Ich muss da auch noch, glaube ich, reinkommen. Auf jeden Fall war eigentlich, war ganz angenehm, war ganz schön. Es gibt Besseres, zum Beispiel daheim sein, Overwatch spielen zu können. Und nicht die ganze Zeit Fire Emblem zu spielen, weggekrittet zu werden und das Spiel zu restarten, damit euer dummer Charakter nicht stirbt. Ja, ich habe sehr viel Fire Emblem im Urlaub gespielt. Das ist irgendwie, ich weiß es nicht, das ist eine Tradition von mir gefühlt schon, dass ich im Urlaub ziemlich viel Fire Emblem spiele. Ich weiß nicht, warum dies der Fall ist, aber es ist auf jeden Fall so. Ist eigentlich okay, ne? Fire Emblem ist ein gutes Spiel. Früher habe ich, Fun Fact, früher habe ich Fire Emblem gehasst, inzwischen mag ich es sehr, sehr gerne. Also, ne, das ist, man sollte Spielen eine zweite Chance geben, so. Was kannst du mir denn so beibringen? Ja, zeig mal. Was? Du hast nicht genügend. Ne, ich möchte doch nur. Welche. Ja, warte mal, steht das nicht sogar an der Wand? Psychoklinge, Ampelleuchte, Magnetbombe. Eisstrahl. Eisstrahl wäre natürlich richtig geil. Purpurstück 2, Indigo-Stück 6. Okay. Also, Eisstrahl wäre tatsächlich so ein Move, der wäre sehr, sehr gut auf Leonardo, ne? Der wäre 1A. Vielleicht lernen wir den von selbst noch, das wäre natürlich noch besser, aber ich habe irgendwie ein Gefühl, dass das nicht passieren wird. Da habe ich irgendwas so, was mir sagt, wenn schon dein Staravir gefühlt nichts lernen möchte, dann wird wahrscheinlich dein Plip, dein Cliprin, wollte ich schon sagen, dein Shilock auch nicht besonders viel lernen. Und ich merke gerade echt, wie ich Probleme kriege mit Elektro-Pokémon, ne? Es ist echt, das ist nicht schön. Flammenwurf bitte. Gut, das reicht auch trotz Regen. Das ist gut. Geregnet hat es im Urlaub auch mal. Das war schön. Boah, Regen ist so geil. Regen ist halt auch echt geil. Stürme sind auch am Plattensee richtig geil, weil dann richtig geile Wellen sind. Und Wellen sind auch sehr, sehr geil. Also das mag ich sehr, sehr gerne. Da geht man dann natürlich trotzdem, auch wenn die Wasserwacht rumfährt und sagt, geh aus dem Wasser, dann denkst du, ja, bin ich auch. Ich überlebe die Wellen, ich bin Gott. Nein, eigentlich nicht, aber... Nee, man sollte... Wir sind ja nicht wirklich weit raus. Vor allem, damit du wirklich komplett unter Wasser warst, wir waren kein einziges Mal tatsächlich komplett unter Wasser, weil du da Kilometer rausgehen musstest. Du warst meistens nur bis zum Oberschenkel im Wasser, weil das war halt echt traurig, wie weit du hättest ins Wasser gehen müssen. Und ja, nee, nee. Gut, dass du dich zu einem Boden-Pokémon gemacht hast. Das ist einfach viel zu weit weg gewesen und da hatten wir halt auch alle keinen Bock. Alle keinen Bock hinzugehen. Wieso lernt Staravia Erdbeben? Ich habe jetzt nicht wirklich ein Problem damit. Aber das macht irgendwie keinen Sinn. Brutalander, das sollte an einem Eispunch verrecken. Oh. Nochmal Glück. Gehabt, wollte ich sagen. Bitte reich. Gut. Als ob das auch Unheil böen kann und dann auch noch Outspeeden. Ja gut, Outspeeden war eigentlich obvious, ne? Gut. Das Outspeeden war ziemlich dumm. Ich dachte halt, weil ich 5 Level drüber bin, dann macht mir das nichts aus, aber macht mir doch was aus. Und Leute, ich glaube, der hat sogar im richtigen Verlauf auch hier einen Psianer Scheinwerfer. Boah, macht das viel. Hat das viel gemacht. Und wir hatten den Drop drin, das heißt, wir wechseln jetzt auf jeden Fall. Bevor hier irgendeine Kacke passiert. Wir müssen unser Shilock ganz eindeutig nicht verlieren. Aber ganz eindeutig nicht. Eisenschädel bitte. Danke. Ich hoffe, Sheila kommt jetzt auch bald mal. Oh, Sheila. Da können wir sogar Sheila reinholen. Und Sheila hat EQ, das heißt, Sheila schafft das. Sehr schön. Erdbeben. Staravia mit Erdbeben immer noch bestes Pokémon. Ja, ganz eindeutig. Ich hoffe, wir lernen noch Sturzflug. Dann reicht die Coverage aus Brave Bird und Sturzflug mir nämlich aus. Das ist eigentlich genug. Gibt es hier nicht sogar eine TM? TM 6. Okay, Morgengrauen ist eine okay TM. Damit kann ich arbeiten. Vielleicht kann die Staravia sogar lernen. Dann haben wir hier unseren provisorischen Ruheort. Wenn nicht, dann ist es halt so. Hier haben wir, glaube ich, schon Pokémon gefangen. Deshalb setze ich jetzt mal meinen Top-Schutz ein. Aber wir kommen jetzt nämlich gleich zu einem Gebiet, wo wir noch nichts gefangen haben. Diesen Trophäengarten. Ein Safari-Ball, okay. Wo wir prinzipiell noch ein Pokémon fangen dürfen. Deshalb wollte ich da natürlich auch hin. Und dann schaffen wir den Orden eigentlich ganz gut. Ich habe eine Frage an euch. Wo geht ihr denn zum Beispiel in meinen Urlaub hin? Würde mich tatsächlich interessieren. Weil wir halt eigentlich immer nach Ungarn fahren zum Balaton. Also wenn wir jetzt direkt... Natürlich. Natürlich krittest du auch. Warum denn auch nicht? Hätte er jetzt Verfolgung gehabt, ne?
glaube ich, ich hätte geschrien. Ich hätte geschrien. Weil, keine Ahnung, das machen wir gefühlt immer, also. Fahren wir da auch immer. Ein Doppelkampf. Nee, einen Doppelkampf machen wir nicht daraus. Nee. Das muss nicht sein. Landturm. Können wir mal aufhören, lauter Pokémon reinzuwerfen, die ich als einzigen Switch in mein Dial gehabt. Blitzkanone, super, jetzt kriegen wir auch noch ein paar. Werden wir da drin geheilt? Aber wir können nach Herzhofen gehen, also ist das nicht das Problem. Danke. Ich wollte schon sagen, übertreiben müssen wir aber jetzt auch... Ach nö. Ach nö. Okay. Uff. So, kommt Sheila Level 34? Wunderbar. Dann erleben wir jetzt hier eine wunderschöne Entwicklung. Hey, Sheila entwickelt sich. Wir kriegen endlich Staraptor. Das heißt, wir lernen auch einen neuen Move. Und hoffentlich ist das sowas wie Sturzflug oder Aeroras. Bitte wenigstens Aeroras. Ich brauche einen Flying-Type. Guten Tag, Staraptor. Schön, dass du hier bist. Oh, Staraptor, super. So, was willst du lernen? Oh, ja, danke. Wir lernen wirklich Sturzflug. Wir haben Sturzflug und Erdbeben. Das reicht mir komplett als Coverage-Move für die zwei aus. So, Item geben. Ich meine, wir haben noch Zerschneider als Angriffsmove. Also von dem her. Wir könnten mit Kingstein auf den Flinch gehen. Natürlich, wir sind schon krass. Wir haben eine Machtkette, okay. Oh, Staraptor ist schon cool. Staraptor ist halt richtig cool. Vor allem mit Sturzflug und Erdbeben. Boah, ist das cool. Boah, das ist super. So, und jetzt müssen wir nur noch Leonardo so weit hochleveln. Das ist... Warum könnt ihr alle Blitzkanone? Wollt ihr mich eigentlich alle verarschen oder so? Wir gehen übrigens langsam die Switch-ins aus, ne? Natürlich trifft das Ding nochmal. Hallo, ist es... Wir haben auch hier Überreste drauf. Interessant. Wir haben zweimal Überreste. Okay. Es reicht langsam. Damirplex. Ja, komm, Sheila. Sheila, du machst das. Wir drücken mal Erdbeben. Ich möchte noch nicht direkt Sturzflug drücken, weil ich habe Angst, dass wir zu viel Recoil kriegen und das Ding irgendwas Starkes kann, was uns dann besiegt. Und ah, nee. Das muss nicht sein. So. Dann kommen wir jetzt hier nämlich in den Trophäengartenbereich. Ist das hier schon eine neue Route? Nee. Wir haben eh noch Topschutz an, also ist alles gut. Und hier kommen wir noch mit einem Zerschneider rüber. Sehr schön. Zack. Weg ist das Ding. Und dann ist hier oben ein Item. Please, Anneliese, geben Sie mir dieses... Das war jetzt... Oh, wir kommen an den alten Tanten nicht vorbei. Gut, dann gehen wir erst heilen. Das ist auch okay. Damit kann ich leben. Da können wir drüber surfen, wenn wir Surfer hätten. Haben wir noch nicht. Dann kriegen wir Surfer. Ich muss gerade wirklich hart nachdenken, wo kriegen wir Surfer? Kriegen wir das geschenkt? Haben wir das schon? Ne, wenn wir das schon hätten, dann hätte ich das Shillock beigebracht. Ich weiß wieder, wo wir Surfer kriegen. Alles in Butter in Elysis. Oh, stimmt, danach kommt ja auch noch Elysis. Oh nein, dann kommt Nebel. Oh, habe ich keinen Bock auf Nebel. Ich möchte aber Staraptor eigentlich ungern auch noch auflockern. Wobei, wir haben ja den Verlerner, also alles ist noch in Butter. Dann werde ich den Verlerner dafür benutzen, dann werde ich Staraptor sowas von Defog, also auflockern, beibringen, weil ich habe echt kein bisschen Bock, in diesem ekligen Nebel zu kämpfen. Nebel ist so das Schlimmste, was hier erfunden wurde. Ne? Das könnte man aber... Nee, das wäre einfach nur unfair. Ich wollte gerade sagen, das könnte man als neues Wetter einführen, aber... Dann habe ich gemerkt, was ich da sage und habe sofort aufgehört, weiterzureden. Können wir bitte diesen Kampf wenigstens gewinnen, damit wir mehr Erfahrungspunkte kriegen? Ich glaube nicht, dass Shillock in diesem Kampf, in diesem Part, noch auf ein passables Level kommt. Also Level 36. So, kein Crit, Gott sei Dank. Das heißt, du kriegst jetzt... Ich merke gerade, wir haben ja gar keinen Sturzbach, ne? Ich wollte gerade sagen, du kriegst jetzt Sturzbach ab, aber... Ja, Sturzbach existiert nicht. Das könnte natürlich ein bisschen doof werden, dass ich das ganz gut mal vergesse. Ich hoffe, ich baue niemals auf Sturzbach. Natürlich hau ich mich selber. Warum auch nicht? Warum denn auch nicht? Danke. Bitte hau dich jetzt nicht selber. Schluck, ich dachte, wir hätten hier was aufgebaut, dass wir beste Freunde sind. Danke. Und du immer triffst. Ich dachte, das hätten wir so abgesprochen. 1041, okay. Mit wem fange ich überhaupt jetzt das Pokémon, was wir da kriegen? Weil das halt richtig underlevelt. Aber richtig krass. So, was hast du in Volbeat? Ja, das sollte eigentlich machbar sein. Wir setzen mal wieder erstmal Wasserring ein, Zornklinge.
Zornklinge könnte tatsächlich kritisch werden. Kriegen wir bitte... Sind wir in, Kreuzschere ist natürlich noch kritischer. Aber noch eine Aquawelle. Und wir kriegen die Confusion. Hau dich selber. Das war nicht dich selber hauen. Das war nicht dich selber hauen. Es ist auch traurig, dass meine Gegner nie auf das hören, was ich ihnen sage. Ich gebe ihnen so gute Ratschläge. So gute... Will der mich verarschen? Das war jetzt aber nicht lustig. Warum kann das Ding einfach Pain Split? Hör auf damit. Hör auf damit! Von wir heilen uns halt immer dagegen. Das heißt, er kann sogar die ganze Zeit Leitheiler drücken. Gut, jetzt kommt kein Leitheiler. Danke. So, Nachthieb weg damit. Ich merke gerade, Nachthieb hat genauso viel Schaden gemacht wie Aquawelle. Das heißt, das Ding hat eine deutlich schlechtere Death. So, noch ein Nachthieb sollte reichen. Aber noch einer reicht. Tschüss. Danke. Wow. Was war denn das wieder für eine Geburt? Level 33 für Leonardo. Okay. So, dann möchte ich jetzt dann doch das Item abholen. Denn es wird doch knapp mit dem Part. Ich glaube, wir werden erst im nächsten Part uns den Dings holen. Den Orden. Weil wir müssen nämlich auch noch einen Rivalenkampf hinter uns bringen. TM20 Kreideschrei, super. Das hat sich ja schon fast gelohnt. Wäre das wenigstens sowas wie Schwertanz wäre cool. Stell ich mal Schwertanz Staraptor vor. Oh. Das würde würde Freude aufbringen. Warte mal, wir sind gar nicht geheilt, ne? Ich glaube, das war ein Fehler, jetzt in diesen Doppelkampf so zu gehen. Ich glaube, das hätte ich nicht tun sollen. Doch, wir waren heilen. Wir waren heilen. Alles ist gut. Ja, natürlich. Du kannst mit Sturzflug das Hubbelhof besiegen und du gönnst dir eine Kumumilch. Und dann müsste ich eigentlich Erdbeben einsetzen, ist so das Ding. Leider kriegen wir mit Sturzflug Recoil. Och, ne. Wirklich. Haben wir überhaupt was, was in Erdbeben rein switchen kann? Ja, mein, Skorgler. Genau, hallo Skorgler. Wow. Sehr guter Skorgler. Ist ein sehr schöner Skorgler. Findet ihr nicht auch, dass mein Skorgler sehr schön aussieht? Ich finde es auch... Wow. Wow. Das Spiel hat mich so lieb, ich merke das schon. Kannst du bitte treffen? Danke. Natürlich lebst du noch. Nochmal EQ. Und du kannst, oder Turbo Tempo. Meinen die das gerade ernst? Oder ist das jetzt nur so ein LOL-Prank? Ich glaube nämlich, dass es kein Prank ist. Und das geht mir ein bisschen auf die Nerven, dieses dumme Jirachi. Stirb einfach. Können wir critten? Natürlich können wir nicht critten. So, wenn jetzt beide treffen, also Erdbeben trifft natürlich, aber der Freeländer muss jetzt auch treffen, dann ist das Jirachi weg. Warum sollten wir denn auch beide treffen, ne? Das wäre natürlich, wäre ja zu einfach. So, tschüss. Danke. War jetzt nicht so schwer, oder? Nein. Gut. Staraptor ist ja vorne, dann passt alles, weil mit Staraptor da ist noch ein Item, das ich mir holen möchte. Wir kriegen prinzipiell hier noch den Mana-4-Dex-Eintrag, aber den, der ist mir relativ egal. Ich hätte gerne Pokémon. So, und unser Encounter hier ist ein Lampi. Das ist okay. Das ist jetzt nicht das Pokémon, wo ich mit unbedingt einem Staraptor entgegenstehen möchte, aber ich habe auch nicht wirklich... Doch, natürlich, bin ja geheilt. Kann ich dich reinwechseln? Okay. Haben wir zufällig einen... Oh, wir haben einen Netzball. Perfekt. Und wir haben es gefangen. Liste. Ich brauche meine schlaue Liste. Ich merke gerade, ja, ich benenne die nach euch. Das ist mir gerade echt erst aufgefallen. Und irgendwie ist gefühlt alles schon abgehakt. Das finde ich gar nicht so gut. Ich glaube, es ist neu. Habe ich den schon benannt? Ich meine, den habe ich schon benannt. Kev. Habe ich Kev schon benannt? Ansonsten wird das jetzt hier nämlich Kev, denn der wollte ein Elektro-Pokémon sein. Dann wird das jetzt hier Kev. Also ich hoffe, ich habe den noch nicht benannt. Ich bin manchmal... Ich hake nämlich manchmal Sachen nicht ab und das führt dazu, dass ich Doppelnamen kriege. Ich weiß jetzt nicht. Snorlax, wenn du das hier siehst, schreib mal, ob du schon mal ein Pokémon geworden bist. Ich habe dich jetzt einmal mal abgehakt, weil ich habe irgendwas im Kopf, dass ich dich schon gehabt hätte. Ich bin mir da aber nicht sicher. Also wenn du mir das jetzt passend in die Kommentare schreibst, dann weiß ich, ja, der war noch nicht. Machtlinse. Ja, wir können hier echt gleich zum Züchten gehen, ne? Das ist unglaublich. Nee. Wir werden jetzt erstmal unseren Rivalen hier bekämpfen und dann im nächsten Part gönnen wir uns den Orden.
Insofern wir. Naja, es ist natürlich jetzt die Bedingung hier, dass wir auch gegen unseren Rivalen gewinnen, weil ja. Das müssen. Na, ich denke schon. Ich denke, wir schaffen das. Wir sind eigentlich ganz gut aufgestellt, muss ich sagen. Also, schlecht aufgestellt sind wir nicht. Das kann man hier echt nicht sagen. Also, wir haben ein sehr solides Team. Ich kann mich darüber eigentlich nicht beschweren. So, dann gehen wir doch noch einmal, lustig wie wir sind, durch den Matsch. Nehmen dieses Item hier mit, was ein Schlohkraut ist. Gibt besseres. Aber naja. Und, boah, ist das nervig. Lass mich doch bitte. Boah, aber bei jedem Schritt, ne? Okay, jetzt dann nicht mehr. Danke. So, dann gehen wir ganz kurz heilen. Schutz wirkt nicht mehr, das ist aber okay. Sind wir in Weideburg. In Weideburg. Hallo, wir sind in Weideburg. Ich weiß, ich spreche super. Grüezi. Ich finde die Aussprache super. Ich weiß nicht, mir gefällt die Aussprache. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, soll das an Schweizerisch erinnern? Ich habe keine Ahnung. Das ist gut, dass ich natürlich weiß, mit welcher Stimme ich hier rede und habe keine Ahnung, wo die herkommt. Das ist. Ich bin schon, ne? Sowas von intelligent. Nee, ich möchte tatsächlich nicht mit Shylock leben, muss ich gestehen. So. Daniel ist nach Schleide gegangen. Er tritt mich in einem. Ach nein. Wir haben wirklich vergessen. Ich glaub's nicht. Oh, ich hab vergessen, dass ich ja noch gegen Team Galactic kämpfen muss. Und da ja eigentlich Fliegen bekomme. Hier sehen Sie wieder einen Glanzmoment in Downys Karriere 2017. Wow. Das heißt, dann werden wir doch keinen Rivalenkampf machen, sondern im nächsten Part einen Rivalen und einen Arena-Leiterkampf haben. Wundervoll. Ich hoffe, wir kommen jetzt hier durch ohne Encounter. Dankeschön. Naja, wir sind ja relativ schnell da oben, ne? Das ist jetzt nicht das Ding. Aber dass ich das wirklich. Ich habe das eiskalt vergessen, ne? Aber wirklich eiskalt. Hat von euch jemand dran gedacht? Gebt's zu? Nein. Wahrscheinlich schon, weil die Zuschauer sind immer klüger als der das Video macht. Das ist einfach eine Tatsache. Das ist festgesetzt. Ich weiß doch nicht warum, aber es ist so. Ja, die schrecklichen Leute, halt die Klappe, Lucia, bitte. Ich möchte einfach nur diesen Kampf hinter mir haben. Nun eine Pokémon zusammen, ein Traumteam. Ja, wir sind sowieso ein Traumduo, aber ja. So, lass mal sehen. Was habt ihr denn? Noctur. Okay, pass auf. Ich mach das Klingklim weg. Gut. Und du machst das Noctuska weg. Ist das Aurora-Strahl? Ja. Das war jetzt nicht so mein Plan hinter, du machst das Noctuska weg. Du hast noch ein Pokémon, ein Psyana, okay. Ich mach das Psyana weg. Und du machst das Noctuska weg. Ich sehe schon, du willst jetzt nicht unbedingt einen Flying-Type-Move einsetzen. Ich sehe schon, da sprechen wir aneinander vorbei. Könnt ihr aufhören, mich anzugreifen? Das finde ich nämlich gar nicht so lustig. Wir sind immer noch nicht Level 33. Wäre das jetzt auf uns gegangen, wären wir tot gewesen. Aber da wir schneller sind, können wir Noctuska jetzt rausnehmen. Puh, Level 34, gut. Wie, die hat noch ein Pokémon. Ach, die hat noch ein Pokémon. Lunastein, gut, Aquawelle. Zack, weg. Und Magnetbombe. Haben wir gut gekombot. Haben wir sehr schön gekombot. Wie gesagt, Lucia und ich, wir sind ein Dreamteam, ne? Jetzt hier direkt. Komm, Heiratsantrag. Wir heiraten die jetzt. Das ist okay. Die hat einen Panzer-Aeron, das ist nicht schlecht. Ich würde zwar jetzt noch interessieren, was sie noch gehabt hätte, je nachdem. Vielleicht hat sie ja sowas wie Despotar. Oh, Despotar wäre cool. Boah, ein Despotar wäre geil. Ich möchte ein Despotar haben. Spiel, hast du das gehört? Ich hätte gerne ein Despotar am Ende des Spiels. Despotar ist schon Flames. Wenn die Frau auch nicht so viel reden würde, dann wäre es besser. Och, und jetzt kommen noch die. Oh, Libelle. Wieso hat eigentlich. Hat Libelle nicht sogar ein Glibunkel als Pokémon? Wenn er Libelle heißt, warum hat er dann keinen Yanmega? Es wäre viel besser. Oder ein Yanma. Naja, ein Yanmega wäre doch besser. Damit er wenigstens ein bisschen stärkeres Pokémon hätte. Aber ich glaube, das wäre zu komplex für den. Das wäre eindeutig zu komplex für den. Diese Taten gehen mir so richtig am Arsch vorbei. Weißt du das? Es ist mir so egal, das glaubst du gar nicht. Halt doch die Klappe. Dein Spürsinn ist scheiße. Oh, wow. Die versteckte Maschine fliegen. Super. Die bringt mir jetzt auch nichts mehr, weil ich Sturzflug habe. Also weiß ich nicht mal, wem ich die beibringen soll. Wobei, konnte ich nicht jedem die VMs beibringen?
Könnte ich irgendeinem krassen meinem Team Fliegen beibringen? Lass mal sehen. Fliegen bis auf Sichler und Staraptor wahrscheinlich. Nein, kann ich nicht. Und bei beiden möchte ich Sturzflug eigentlich nicht runternehmen. Wobei, bei Staraptor überlege ich es vielleicht sogar. Wäre tatsächlich eine Möglichkeit. Aber ich würde sagen, wir werden an der Stelle ein Part beenden. Ich werde dann offscreen runter zu Weideburg gehen. Und da machen wir im nächsten Part die Arena plus unseren Rivalen. Plus, ich denke mal, wir werden schon den Weg nach Elysis antreten. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall dort. Bis dann und ciao.